hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Ja, Freunde, und damit ein Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Layers of Fear. Layers of Fear, eine kleine Information, ist ein Horrorspiel mit Story allerdings. Und ich finde, das ist ein echt schönes Spiel. Ich habe darüber viel Gutes gehört. Deswegen habe ich mal gedacht, komm, das können wir auch mal Let's Playen. Das ist ein festes Let's Play. Nicht wundern, einige Folgen werden vorproduziert sein. Weil ich einfach mal eine Aufnahmesession starten werde, deswegen. Also nicht wundern. Jetzt sind wir erstmal natürlich in Layers of Fear. Ich wünsche natürlich sehr viel Spaß. Mal schauen, was uns jetzt hier erwarten wird. Eine wunderschöne Grafik. Wir sehen ja schon ein Bild von einem Adler mit einem Baby und einem nackten Arsch. okay. Lass uns doch mal schauen. Schöne Porträts. Können wir irgendwas absuchen? Ich werde die Folgen gucken, wie lange halten. Weil ich will natürlich alles sehen. Musik. Okay, hier haben wir natürlich einen Zettel. Ups. Ah, genau. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflich darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben unseren Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf Schädlingsbefall feststellen und entscheiden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen außer einer lediglichen prophylaktischen Giftungsausbringung. Bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Karl Denton, F.A. Persky, Pets Schädlingsbekämpfer. Ja, also das heißt, er hat wohl, er denkt, wo er Kakerlaken oder irgendwelche anderen Schädlinge und ruft hier die ganze Zeit hier Schädlingsbekämpfung an, macht da vorher ein Palaver. Eine Einbildung. Bild. Wenn man einen älteren Herrn sieht. War Herr links. Dann verschrappt so. Oh. Da wäre mit dem Messer drüber, mit dem Schlüssel oder sonstiges. Da werden wir uns erstmal natürlich hier umschauen, damit wir auch alles natürlich zu Gesicht bekommen. Haben wir keine Lampe? Nein, haben wir nicht. Nichts. Da ist auch nichts. Okay. Okay. Nichts. Hier, Dominosteine. Sifrino, habe ich noch nie gehört. Bin bei so einem Spiel mit so einer Atmosphäre, muss man natürlich auch sehr gründlich durchsuchen, damit man die ganze Story versteht. Hier hängt natürlich auch ein Brief. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um diesen Zustand des Raums sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schüssel liegen lassen. Ich habe Sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay, also, dann haben wir einen Butler oder einen Hausherr. Was ist eingraviert? Ein Halsband von unserem Hund, der wohl gerade nicht da ist, oder vielleicht ist er gestorben, man weiß es nicht. Bei Bates natürlich.
Eine Kiste. Etwas alt, aber ein Zettel. Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst. Also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette, selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause von Brillantsein gemacht und wie der Rest von uns gewöhnlich pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon. Japs. In anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Schein von unserer Frau. Ja, wo ist die Frau? Was ist hier passiert? Farben, goldrosa, gebrannte Umbra, Vienna, Pinsel, 25 Stück, Luftfrischer, 50 Stück, Äpfel, 10 Kilo, Schnaps, 30. Okay, also anscheinend trinken wir gerne mal einen über unseren Durst. Uff. Sorry, Freund, ich muss einen ganz kurzen Cut neu machen. Da werden wir jetzt weitergehen. Ist auch nichts drin. Eine Abstellkammer, nichts Interessantes. Hier ist nichts. Hier was? Nein. Können wir denn in unser Arbeitszimmer rein? Hier ging ja der Zettel. Abgeschlossen, okay. Heller, da will ich jetzt nicht unbedingt rein. Erstmal umschauen natürlich, ganz wichtig. Wir haben einfach kein Spiegelbild, aber warum läuft das Wasser? Irgendwie Gänse, ich weiß nicht wieso. Handtücher. Eine Prothese, untere Knieprothese. Wie zum Teufel konnte die bloß die Länge versagen? Also ich würde mal behaupten, wir haben diese Knieprothese. Weil er läuft ja auch ein bisschen so, ja, nur natürlich zu machen. Wir lassen das Licht einfach mal an. Das Glas. Nichts. Ja, jetzt. Komm. Hey. Was haben wir hier? Das ist ein Zettel. Es tut mir leid wegen gestern. Du hattest recht. Ich habe überreagiert. Es ist nur so. Es geht nicht um mich. Es geht um sie. Alles, was ich mache, ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer immer perfekten Welt einen Wert hat, nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten, versprochen. Wir reden später weiter. Ja. Kennt es ja. Hier haben wir ein paar Medaillen. Ah, wir können auch ranzoomen, okay. Aber ich mag so kleine Details in so Spielen, so zum Beispiel so kleine Easter Eggs oder sowas. Ein paar Anziehsachen. Geschlossen. Ich konnte hier gerade irgendwie interagieren. Ah, hier war hier oben. Können wir auch rein, aber hier ist auch nur eine. Ah, ist der Licht? Eine Abstand. Fallen, oh, Ratten fallen. Little Whiny. Ah, haben Sie ein Rattenproblem? Rufen Sie uns an und vergessen Sie es. 555-3825, schnell, effizient und diskret. Okay, also anscheinend. Natürlich eine Rattenfalle. Eine wunderschöne Grafik, muss man ehrlich sagen. Anscheinend haben wir ein kleines Problem mit Ratten, aber der Bekämpfer war ja hier. Und vielleicht bilden wir uns das auch nur ein. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal nach oben. Ja, wir haben die Prothese. Ich weiß nicht warum, ob der Mann einen Unfall hatte. Ist es nicht. Aber schön eingerichtet. Okay,
Okay, anscheinend sind wir Künstler und wir malen so Bilder. Was ist das? Ein behaartes Baby? Keiner. Also ich würde mir sowas niemals ins Haus stellen. Musiknoten. Haben wir Musik gemacht? Hey, wir können spielen. Ich dachte schon. Hey, hier ist ein Zettel. Hab die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Ach, das ist schön. Nicht viele Anziehsachen. Und das war's auch mit der schönen Musik. Es war... Alter, haben wir das alles getrunken? Ich glaube, wir haben ein Alkoholproblem. Die Tür geht auch nicht mehr zu. Ein Zeitungsausschnitt. Galaktische große Öffnung in Flammen. Verheerender Brand in neuen Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Leben. Überleben. Die lang erwartete Öffnung des neuen Galaktik-Kaufhaus wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es in der Mehrheit der Besucher gelangt, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hunderte unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, dem Flammeninferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden. Jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galaktik, Ronald Sheffield, hat bisher jegliche Kommentare zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. So, Freunde, wenn ich manchmal beim Lesen ein bisschen hinterherhänge, ist schon sehr, sehr spät. Ein Let's Play. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich. Weil wir lieben unsere Frau. Können wir nichts machen? Schade eigentlich. Ich hätte ein bisschen Musik gern gehört. Jetzt das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Helden. Mag zwar noch kein bekannten Namen sein, aber warten Sie es nur ab. Unglaubliche, begabte Multi-Instrumentalisten gaben letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die selbst die passioniertsten Zweifel überzeugen konnten. Sie war einfach erstaunlich, solche Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Äußert sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob, es scheint, dass sogar Antonio Gilles, einer der schärfsten Kritiker von... sie endlich in einem anderen Licht sieht. Von Gilles war man bisher eher geringschätzig, Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel: Es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß. Alter, das ist ein Wort, das benutzt man ja seit Jahren nicht mehr. Und ein hübsches Gesicht. Nach der gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seinen bisherigen Kommentar bereue. Erhielten wir von Herrn Gilles einen Gesichtsausdruck, der lediglich als ein Mischung aus Erforscht und Peinlichkeit gedeutet werden könnte. Auf Erneutes. Ja, aber wer ist die Musikerin? Ist das unsere Frau? Sind wir das? Ich weiß es nicht. Okay, das haben wir hier auf jeden Fall schon mal durch den Raum. Hier ist auch ein Raum, der Gott sei Dank zu ist. Hm. Oh! Wisst ihr, was ich nicht mache, wenn an so Bildern vorbeiläuft und das sieht aus, wenn die einen verfolgen. Und da ist mir dieses absolut hässliche Bild. Absolut hässlich. Haben wir hier Licht? Jawohl. Okay, also das ist anscheinend unser Raum. Ein Buch. True Story. The Picture of Dorian Gray. All along. Ah, Freunde.
Wieder ganz viel kaputte Glasscheiben. Anscheinend ist das ist unser Büro, wieder viel getrunken. Pinsel. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich. Mich dazu bereit erklärt hatte, dich und die Illustration malen zu lassen. Auch der gute alte Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hätte, war diese verrückte Zündstoff für Albträume, den du für einen... Ups, Freunde, zeig am Weg. Den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze und ich bereue es sehr, da ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Dein alter Kumpel, Liam Brixton, Verlaghaus, geflüsterte Geschichte. Also heißt, wir haben ein Rotkäppchenbild gemalt, das allerdings wohl... Oh. Okay, ganz ehrlich, ich kann den Mann verstehen, der diese Nachricht geschrieben hat, weil das gehört wirklich nicht in einem Kinder. Tut mir leid. Ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Wochen steht im Hintergrund. So, anscheinend haben wir eine Nachricht geschrieben und es nicht eingehalten. Jetzt mal ohne Spaß. Dieses Kind ist hässlich. Ohne Spaß, es ist einfach hässlich. Machen wir lieber über Licht an, da fühlt man sich doch ein bisschen wohler. Hier ist eine Leiter, die anscheinend von unten gefallen ist. Ja, auf jeden Fall ein Die Tür war auch gerade 100% zu. Okay, ein Kinderzimmer. Haben wir Licht? Licht? Ah, schaut mal. Das ist Papa, das ist Mama und das ist Kind. Aber das Kind hat irgendwie keine Gesichtszüge. Also kein Mund. Ich weiß nicht, wie ich das gerade genau nennen soll. Aber was... Das hat alles was zu bedeuten. Was? Ja, Spielzeugsoldat. Sieht eher aus wie so ein Nussknacker. Kleiner Tisch mit zwei kleinen Stühlen. Ein paar Stifte. Bauklötze. Aber wo ist die Tochter? Und wo ist die Mutter? Das frage ich mich. Hier war also nichts drin. Hier ist eine Tür. Können wir auch nicht aufmachen. Aber wofür ist der Schlüssel? Wofür ist der Schlüssel? Da ist... Schlafzimmer. Hier kommen wir auch nicht rein. Wer ist die Doff... Ich sag jetzt mal wirklich, ich rede jetzt mal einfach außerhalb des Spiels. Ich hätte richtig Angst, wenn ich so ein Bild da zu Hause hätte. Ich würde das verbrennen. Vielleicht für unser Büro. Lieber. Das ist unser Arbeitszimmer. Also, wir sind Künstler, wie ich es vermutet habe. Aber Ordnung ist halt irgendwie ja hier nicht. Kleine Schatulle. Hier drin. Nur so zwei. Ein Zettel. Das meine ich ja mit überall reingucken, mal genauer schauen. Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen.
Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und red mit mir, bevor du dich schlafen legst. Der ist anscheinend von unserer Frau, oder der ist von unserer Frau. Da halten sie eher über Zettel, weil sie sich irgendwie nicht sehen oft. Das ist natürlich nicht schön. Auch nichts. Wieder ein paar Verdienste. Zeichnung, eine Pfeife. Was haben wir hier? Okay. Anscheinend unser Lager, damit wir die Kunst frei im Lauf lassen können. Die Kunst frei auslegen können. So, 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 so. Pinsel. Der braucht eine Pinsel. Also anscheinend ist nicht jedes Kunstwerk etwas geworden. Aber was ist hier drunter? Bohren. Verdienst es. Beende es. Errungenschaft. Es hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Boah, ich hab grad voll die Sprache. Okay. Jetzt? Aus? Hä? Warum? Hä? Erstmal, bin ich jetzt gerade wirklich so verpeilt oder will ich mir das ein, oder ist der komplette Raum gerade verändert worden? Hier war auch gerade der Flur? Was denn? Vielleicht reden die Bilder mit uns. Okay. Huch. Da haben wir gerade ganz kurz. Knapp außer Reichweite. Gänsehaut. Hä? Schon wieder woanders. Eklige Gänsehaut, wirklich ganz komische Gänsehaut. Okay, hier ist eine Frau am Piano. Wir haben ein Piano oben im Haus. Hetzen von Liebe, Errungenschaft. Sich im Kreis drehen. Ein Zettel. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Wir möchten Sie höflich, jedoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimme während der Nacht zu zügeln. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nicht an und besonders nicht unseren Kindern. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und für ihr Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir Sie warnen, dass sollten diese Dinge so weitergehen wie bisher, wir uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Hochaffen vor ihr äußerst müden Nachbarn. Müden Nachbarn. Echt richtig schon gut am Arsch. Nichts. Komm nicht dran, ich kann nicht springen. Winzig draußen. Nichts. Merkt euch das Datum. Punkt, Punkt, Punkt. Wünschen sich das Vergnügen, eure Gesellschaft zu feiern. Ihre Trauung am Samstag, den 9. Juni in den St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Merkt mir es einfach mal. Samstag? 9. Juni. 9. Juni. 14 Uhr.
den? Oh Gott. Ein Zahlenschloss. Wie soll ich ein... Warte mal. Zahlenschloss. 9. Juni. Hm? 6. Warte mal. Immer anders. Samstag. 6. 9. Nein? Okay. Fertig. Huh. 854. Okay. Tut mir leid. Alter. Das war das. Das war jetzt halt. Vergangenheit hält zurück. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Der Hochzeitsring. Never forgot. Vergiss niemals. Gibt's hier Licht? Noch mehr Licht? Ich hab Angst. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt. Schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen. Okay. Oder ich gebe dir den Tipp. Bleib ein bisschen locker. Weiß, du hast ein kleines Problem. Alkohol. Drehen. Sehr düster hier. Ich mache jetzt aber erstmal einen Cut, Freunde. Die erste Folge soll ja noch online kommen. Also würde ich mal sagen, das war es jetzt für die erste Folge. Ich werde mich jetzt hier von euch verabschieden. In den nächsten Folgen ist eine Vorproduktion, das heißt, dann werden die Folgen einfach enden. Und dann geht es am nächsten Tag weiter, weil das will ich natürlich jeden Tag hochladen. Oder ja doch jeden Abend, deswegen würde ich sagen, das war es für die erste Folge. Mit der ersten Folge von Lairs of Fear, sorry für die Versprecher teilweise. Ich bin wirklich sehr, sehr müde schon. Es ist schon sehr, sehr spät. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, Freunde. Ich würde sagen, ich bin raus. Ich wünsche euch was für gut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, Freunde. Ciao. Und ganz wichtig, hast du heute Nacht